Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Minecraft-Tutorial. Und wie ihr heute seht, wir sind wieder im Kreativmodus. Und heute möchte ich euch zeigen, wie man einige Haushaltswaren herstellt und unter anderem auch solche Rüstungen. Und ja, das werde ich euch heute alle zeigen. Und ja, wir fangen einfach mal an mit einer Schüssel. Dafür brauchen wir eine beliebige Holzart. Ich nehme jetzt einfach mal Schwarzeichenholz. Ist relativ egal. Und dann setzt ihr das in einer V-Form an. Und so bekommt ihr die Schüssel. So. Und dann, was als nächstes? Ein Feuerzeug. Für ein Feuerzeug benötigt ihr einmal Feuerstein. Haben wir hier. Sieht so aus. Und, ups, Eisen. So, Eisenbahnen. Die setzt ihr einfach, die beiden Sachen setzt ihr einfach so diagonal an. Da bekommt ihr ein Feuerzeug. So. Als nächstes kommt die Schere. Ups, so. Für die Schere brauchen wir nur zwei Eisen. Ne, wo ist es? Ach, da. So. Nur zwei Eisenbahnen. Die setzt ihr einfach wieder diagonal an. Wie so ähnlich beim Feuerzeug, nur halt, dass hier auch ein Eisenbahnen ist. Und ja, das ist die Schere. Jetzt kommt der Eimer. Dafür braucht man auch nur Eisen. Den craftet man, indem man so eine V-Form macht. So ähnlich wie bei der Schüssel. Nur halt, es kommt ein Eimer raus und keine Schüssel. Ja, und ich kann es euch vielleicht auch mal zeigen. Das wird jetzt nicht funktionieren, weil wir im Kreativmodus sind. Aber normalerweise, wenn man im Survival-Mode ist oder irgendwelche Sachen zockt, was auch immer, dann würde hier jetzt in dem Eimer Wasser drin sein und man könnte den Eimer irgendwo dann hinsetzen. Und ja, gut. Was kommt als nächstes? Jetzt kommt ein Bett. Der Eimer kommt erstmal hier rein. Ups, nein, das brauchen wir nicht. Das kommt weg. Für ein Bett brauchen wir Wolle. Irgendeine beliebige Wolle. Ich nehme jetzt einfach mal weiße Wolle. Und, Entschuldigung. Und irgendein beliebiges Holz. Nehmen wir einfach ein Birkenholz. Das ist relativ egal. Ihr setzt drei Reihen Holz hier unten hin. Und drei Reihen weiße Wolle oder irgendeine andere beliebige Wolle und so bekommt ihr ein Bett. Ja, als nächstes kommt die Fackel. Die Fackel craftet man, indem man. Wir brauchen Kohle. Ein Stück Kohle und Stöcke. Also ein Stock. Oder halt mehrere. Und man craftet die, indem man die einfach übereinander setzt. So bekommt man Fackeln. Das sind auch vier, indem man dann einfach mehr Sticks oder also mehr Stöcke und mehr Kohle nimmt, dann werden es halt dementsprechend noch mehr Fackeln. Ja, und als nächstes kommt die Truhe. Die Truhe craftet man, indem man wieder ein beliebiges Holz nimmt. Das ist relativ egal, wir nehmen einfach mal Akazienholz, so eine Art Dschungelholz. Und man macht einfach um dieses ganze Ding in die rum. So, das machen wir alles mit Holz voll. Nur hier innen ist Platz. Da kommt auch nichts rein. Und jetzt hat man eine Truhe. Die kann man halt so hinsetzen. Wie die hier jetzt auch. Und das war die Truhe. Jetzt kommen wir zu den Rüstungen. Jetzt fangen wir einfach mal mit der Lederrüstung an. Dafür brauchen wir Leder. Ja, das kommt erstmal weg. Hier haben wir Leder. Und dafür brauchen wir Eisen. Und dafür brauchen wir Diamanten. Und dafür brauchen wir Gold. Wo sind die da? So. Fangen wir mal mit der Lederrüstung. Indem man einen Brustpanzer oder eine Jacke, heißt es in dem Fall bei Leder, craftet man so wie es halt hier auf dem Bild schon aussieht. Und die hört man dann da. Eine Hose macht man, indem man hier drei hinsetzt. In der Mitte einen oben. Und wieder drei nach unten. Eine Hose. Einen Helm. So. Und ein paar Schuhe. Stiefel.
Einfach indem man zwei gegenüber unten einsetzt. So, jetzt kommt dasselbe nochmal mit Eisen. Das geht so, dann eine Hose. Dann ein Helm. Und noch ein paar Schuhe. Dasselbe mit Diamanten. Und eine Hose. Ein Helm. So. Und ein paar Schuhe. Ups. Ah. So. Und jetzt noch dasselbe in Gold. Dann sind wir auch schon ready. Ups, das war falsch. Ja, so bekommt man Blöcke. Das kann man auch mit Diamanten und Kohle kann man das auch machen. Das ist mir jetzt zufällig eingefallen. Mit Eisen geht das auch. Dann sieht das so aus. Das wollte ich jetzt aber eigentlich nicht zeigen. So, das kommt wieder weg. Wir waren bei der Hose. So. Und jetzt kommt noch ein Helm. Und als letztes ein paar Schuhe. So, ich hoffe, also das ist jetzt das, was wir heute gemacht haben. Ich hoffe, euch hat das kleine Tutorial gefallen. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst bitte ein Like da. Und wenn es euch gut gefallen hat, lasst bitte ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.